Herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf diesem Kanal Spanien zurück zum Erfolg. Da Spanien bei der WM 2014 nicht gut abgeschnitten ist, habe ich mir gedacht, fange ich mit Santi Cazorla in Form eine neue Serie an und versuche das Spanien-Team wieder aufzubauen und mit denen im Goldpokal dann Erfolg zu holen. Das System ist so, dass zu jedem Santi Cazorla-Tor 3 Punkte gibt. Für jeden Sieg 3 Punkte. Von der Vorlage von Santi Cazorla 2 Punkte und beim Unentschieden 1 Punkt. Und das dann immer zum Beispiel von Non-Wertbronze auf Wertbronze steigern und immer so weiter. Und für die erste Stufe auf Wertbronze braucht man 5 Punkte. Jetzt hier ist direkt der erste Gegner. Hier sehen wir gerade sein Team. Nicht das Beste. Und auf jeden Fall machbar und gucken wir mal gleich, wie es losgeht. Dann geht das Spiel auch los. Und sofort die erste Szene, wo wir durch sind, da wurden wir gehalten und dann ein ganz klares Foul und der Schiri sieht es auch so und wir kriegen Elfmeter und der Gegner sieht auch noch gelb und zum Elfmeter tritt natürlich Santi Cazorla an und wenn man es einen jetzt reinmacht, Vorspann und dann jetzt schießt da schön ins rechte Eck zum 1:0. Da sind die ersten 3 Punkte schon mal gesichert durch ein Tor von Santi Cazorla. So kann es doch weitergehen. Und da sehen wir direkt vom Anstoß der Gegner. Kommt hier gut durch. Abwehr kriegt es nicht unter Kontrolle. Dann spielt er sich frei und flankt und ganz knapp der Kopfball drüber. Und jetzt die nächste Chance. Wir sind durch. Und da ist das 2:0 von, ich glaube, unser Stürmer Folo war es, aber ich bin mir nicht sicher. Schön durchgespielt und dann ins Le Eck und dann sehen wir jetzt schon hier die nächste Ecke vom Gegner. Hier dein erster Schuss können wir aufhalten, dann wieder nochmal rein und den kriegen wir wieder und dann den dritten Schuss geht klar drüber und dann geht er ins Pausenmenü. Wartet ein paar Sekunden. Und dann ist der Rage Quit da. Haben wir überlegt, das gibt auch 3 Punkte, damit haben wir 6 Punkte geschafft durch das Spiel. Santi Cazorla ein Tor hat, das gibt 3 Punkte und Rage Quit nochmal 3. Und gleich hier nicht das Ding auch nochmal sehen, dass Santi Cazorla ein Tor hat und keine Vorlage und von daher ist da auch nichts gibt. Und dann habe ich gleich auch den ersten Spieler schon geupgradet, den ich euch gleich zeigen werde. Da sieht man auch, ich habe den Linksverteidiger ausgetauscht. Da ist jetzt ein 64er drin und schon geht es zum nächsten Spiel mit dem neuen Linksverteidiger. Jetzt haben wir noch einen Punkt auf der Bank sozusagen und da sieht man das Team, ganzes Bronze-Team, volle Chemie. Und mal gucken, wie das Spiel jetzt wird. Geht's jetzt los und wir spielen direkt zur ersten Chance. Der Gegner ist durch, spielt die Verteidigung gut aus und da ist das 1:0 in der 6. Minute. Gut vom Gegner gemacht. Die Verteidigung mit einem Griff ausgespielt. Und dann zur nächsten Chance. Hier ist der Gegner am Ball, das ist 20. Minute. Spielt die Abwehr gut aus und da ist dann das 2:0. Über zu spielen als ganz gut, aber
passt da durch und die Abwehr kann, macht einfach nichts und dann ist das 3-0. Dann hat es kurz geleckt, aber ging ganz gut wieder. Dann habe ich aus Versehen das 4-0 rausgeschnitten. Das leider ist mir aus Versehen passiert und dann sehen wir hier aus der Halbzeitpause. 4-0 für den Gegner, totale Panasche, aber hatte jeder mal und dann sind wir zur nächsten Chance. 55 Minuten. Da sind wir durch. Und da ist der Torwart dann mit einer Parade und mit einem Zeitversuch auch fest. Dann der Gegner direkt im Spielzug. Passt da ein bisschen unsere Abwehr aus und dann läuft er und ist durch. Und dann passt er und das wird direkt um 5 zu. Aber bleibt im Ballbesitz und leitet da jetzt den Konter ein, passt und ist durch, aber da ist unser Torwart zum Glück schneller als der Stürmer. Dann wieder Gegnerchance, da ist unser Torwart da, aber dann war es auch abseits. Dann sehen wir jetzt hier unseren Spielzug, dann weckt es wieder kurz und dann ist auch Abpfiff, 5 Niederlage, das heißt 0 Punkte. Und war dann auch das letzte Spiel für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über ein Like freuen und könnt ihr auch mal am Kanal vorbeischauen für weitere Videos zu FIFA. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Dass es nicht gerade ein gutes Spiel war und dann sage ich jetzt Tschüss!